Ich mach das erstmal so. Ist zwar dann 3 breit. Aber das ist okay. Hier ist das... Ja, komm. Bisschen schöner hier. Davor kommen dann einfach Kisten, dann sieht das von innen nicht so übertrieben aus. Von außen hat man etwas mehr Eindruck, dann sieht das mit der Tür nicht so seltsam aus. Ich hoffe mal, dass es geht. Es ist schon sehr hell jetzt hier. Da kommen einfach überall Kisten vor. Fertig. Hier kommen dann Einbauküche hin oder irgend sowas halt. Oder vielleicht hier drin dann die Werkbank. Hier. Oder die Werkbank oben und unten einen Ofen. Ich weiß es noch nicht genau. Habe ich ja auch leider gerade nicht dabei. Aber ich habe Zäune dabei, hoffe ich. Habe ich Zäune? Da habe ich Zäune. Das heißt... Fump. Wunderhübsch. Huch. Fump. Sieht das nach was aus? Fast nicht. Ich glaube, ich mache das lieber so. Nein. So. So und so. So, ist besser. Glaube ich. Hier, da, ach, das mache ich später. Ah, wie das Feld aussieht. Schön, freue ich mich. Müsste hier oben dann fast auch noch ein bisschen was hin. Obwohl, hier kann ein kleiner Weg dann so zur Seite gehen. Das wäre auch, genau, dann muss an der Rückseite keine Tür mehr hin. Da kommt hier einfach ein Weg dran vorbei. Hier kommt dann noch ein bisschen, ich glaube, hier kommt noch mal ein Zaun hin. Vorbei. Hier an der Seite könnte theoretisch auch Hunde hin. Oder Schweine. Weil Schweine brauchen wir nicht so viel. Schafe möchte ich dann ein paar mehr haben. Glaube ich. Das Schwein da oben. Soll ich das immer runter retten? Ich meine, das hängt ja jetzt schon Ewigkeiten oben drauf. Wobei, das kann dann ja eigentlich so bleiben. Das kann dann ja so quasi als obligatorisches Schwein im Baum hier rumhängen. So, wunderbar. Bisschen Ausblick hier schaffen aus dem Haus. So, reicht mir. Noch ausgeblickt. Ach, ist auch schön. Wunderbar. Da kommen dann noch ein paar Blümchen vor und dann hat sich das... Wie mache ich denn das Dach da oben drauf? Das habe ich mir noch gar nicht überlegt. Wahrscheinlich erstmal hier wieder so ein Giebeldingen. So ein Standardgelöt. Dafür bräuchte ich ganz viele Treppen, wo ich gar nicht so viel von habe. Ich überlege gerade. Das Dach könnte man dann auch schon wieder fast... Na, ich will das nicht unbedingt aus... Obwohl, will ich das aus Holz machen? So von der Seite betrachtet. Ich meine, nur aus Stein wäre wahrscheinlich etwas kalt. Aber ich meine, so ein bisschen Holz da noch reinbringen ist nicht verkehrt. Ich glaube, an der Seite kann man dann hier Stein, einen Giebel machen. Und den Rest aus Holz. Ja, so ein gebogenes Ding. Doch, ich glaube, das... Doch. Doch, das kommt gut. Erstmal brauche ich mir noch eine Werkbank, die auch genau so funktioniert. So. Die kommt dahin. Was? Errungenschaft? Ja, ist ja gut. Du mich auch. Und dann kommt hier noch eine Kiste. Mache ich schon mal 2 Stück direkt. 2. Und, ach, nicht zu vergessen, ein Ofen. So. Es reicht genau. Ja, wunderbar. Und hier etwas Nahrung nachlegen. In den Magen. In den hauseigenen Magen quasi. Von meinem Körperhaus. Die Sonne geht schon wieder unter. Hier muss echt noch. Hier müssen noch Schweine hin und sowas. Oder Schafe. Ich glaube, Schafe hier vorne wären cool. Wobei hier in der Gegend ja mehr Schweine sind, habe ich den Eindruck. Jetzt habe ich immer noch keine Türen gemacht. Aber ich habe ja. Entsprechendes Werkzeug hier. Ofen nach unten. Kann ich den ja direkt drauf bauen? Ja, kann ich. Sieht hübsch aus. Da wird die Werkbank nur ein bisschen warm. Hm. Aber macht, glaube ich, nichts. Da muss man durch. Komm direkt hier. Truhen hin. Wahrscheinlich kann hier auch dann direkt die nächste hin. Ja, doch, passt. Wunderbar. Was wollte ich denn jetzt eigentlich gemacht haben hier? Ich wollte gerne
für das Dach was haben. Oder ich lasse es erstmal so stehen und mache das bei der nächsten Aufnahme. Ich meine, wir waren jetzt einigermaßen fleißig hier am Haus dabei. Haben ein bisschen was geschafft. Der Berg sieht so toll aus. Damit auf diese Spitze, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, naja, da kommt nichts. Ich will nicht immer so viele Sachen überlegen, was ich denn bauen könnte, weil ich glaube, dass zu den meisten werde ich eh nicht so schnell kommen. Und die Dinger hier, ne? Die gehen ja mal gar nicht. Jetzt habe ich ein Loch im Boden. Pump. So, schön. Und das ist wieder so ein Schwein hier am Abhang. Schweine am Abhang sind selten gut. Und hier oben kommt dann irgendwo noch mal ein Wasserfall runter. Dass man da durchschauen kann, ist ein Fehler. Wunderbar, ist gleich schon wieder Nacht. Ich könnte auch grob hier schon mal den Weg abstecken, wo man denn... Wobei, ich mache hier immer schon mal den kleinen Trampelpfad. Weil man gerade so Pfad ist. Wobei, mache ich hier dann einmal Holz hin? Oder ich mache es so. Zack, zack. Dann kommt da... Nee, da kommen hier die Dinger hin. Wobei, ich kann das natürlich auch aus Kobbelsteinchen machen. Ich meine, das sieht... mitteltoll aus. Nee, es ist nicht gut. Einmal noch vergleichen. Wobei, es ist jetzt gleich schon wieder Nacht. Ja, vielleicht haben wir dann hier ein paar Zombies und sowas. Der hängt aber auch echt hoch. Ich könnte mir jetzt Türen bauen, aber ich müsste dann wieder Holz einverwenden hier zu Brettern. Was wollte ich gemacht haben? Hier. Ah, da habe ich schon 6 Stück von. Ach, zwar. Ja, ist okay. Meine Cobblestone haben wir eh genug. Wenn ich das jetzt so mache. Ich meine, aus Kies geht das leider nicht. Und ich renne schnell nach Hause, bevor mich hier irgendjemand anfällt. Spawnt dann direkt neben mir. Und dann haut er mich. Ist ja auch nicht schön. Muss ja nicht sein. So, auf hier und zu und rein und hinlegen. Pennen. Wunderbar. So schön, dass ich direkt die Wand haue. Mache ich morgens übrigens auch mit meinem kleinen Schwert, was ich hier neben dem Bett liegen habe, damit ich den Morgen gebührend feiern kann. Haue ich erstmal die schöne Steinwand. Die natürlich auch bei mir aus nacktem Gebirgsfels besteht. So ohne Tapete. Ist einfach, das hat so einen ganz besonderen Charme. Es ist was Besonderes. So, kriegen wir das hin hier? Sieht schon fast wieder zu... geradezu zu steril aus. Ne, der kommt weg. Der kann dann eher hier so ein anderer Zinken hin, wo ich gerade genau keinen von mir habe, weil ich alle Dinge gerade verbraten habe. Alle Kobbelsteine, Cobblestones, Pflastersteine. Das wird auch nicht reichen hierfür. Tja, wie sieht das aus? Nein, oh Mensch. Ach Mensch, oh Mensch. Ich bin einfach mal gespannt, das reicht natürlich nicht. Wobei, wenn hier das Fass schon wieder... fehlt eigentlich nur noch einer, dann kann man das da hochziehen. Das ist schön, das ist gut. Hier müsste dann vielleicht noch ein kleines Leuchtfeuer hin. Vielleicht da einfach drauf, so ein Dingen. Nee, ist blöd. Das muss einmal hier, da muss irgendwas hin. Wobei, das sieht so auch nicht verkehrt aus, denn es ist nicht ganz so breit hier. Kommt da noch ein, Gravel hin. Und dann ist das schön. Echt schön. Und das Wasser hier. Ich glaube, ich versuche noch eben, das in den Griff zu kriegen. Ich habe ja noch die beiden Eimer dabei. Und danach mache ich dann auch wieder eine kleine Aufnahmepause. Das ist alles hier nicht so toll. Ich glaube fast, ich muss das hier alles untermauern mit entsprechendem Erde. Nein. So. Ich meine, wenn das hier, das haben wir ja gerade gesehen, was da drunter ist, dann funktioniert das auf einmal. Yo, ach, guck mal. Dann ziehe ich das einmal hier rüber. Wahrscheinlich gibt es da auch schnellere Wege.
Wahrscheinlich kann ich einfach hier schwimmen. Halalalalala. Ist das schön. Das hat noch nicht geholfen. Einmal noch hier hin. Nein, nein, noch nicht. Einmal dahin und es ist fast richtig. Das sieht natürlich nicht aus hier, weil Erde selten in der Luft schweben bleibt. Auch nicht im Wasser. Meistens frönt es dann noch der Schwerkraft und sackt erstmal Richtung Boden. Deswegen heißt es auch Erdboden. Da unten ist echt. Da ist irgendwas da. Oder soll ich da gleich noch eben eine Leiter hinhauen? Ich meine, ich will jetzt nicht in die Höhle rein. Ich meine, es ist gerade so in der Nähe. Reicht es schon? Oh ja, es reicht. Ach, schön. Ha. Jetzt ein stilles Wasser. Hier ist kein Feld. Das ist jetzt very unnice. Haben wir hier noch irgendwo Dinger? Da muss ich mir jetzt hier welche abrupfen. Genau. Wunderbar, das wollte ich. Habe ich hier drei Stück. So vermehrt sich das hier. Eins, zwei, drei. Schön. Da hinten schwebt noch ein Erdblock im Wasser. Ich glaube, das mit dem Haus ist schon ganz gut so. Kann man vielleicht dann noch ein bisschen Verzierung und sowas ranmachen. Und ich denke, mit dem Dach sieht es dann auch noch mal ein bisschen anders aus. Ich würde ja fast sagen, ich schnappe mir mal eben eine Leiter und gucke tatsächlich noch einmal da unten. Zumindest, dass ich den Eingang freigelegt habe. Wahrscheinlich ist es gerade eine ganz blöde Idee. Wahrscheinlich ist es echt eine blöde Idee. Warum mache ich das eigentlich hier? Tolle Wurst, ey. Ja, kann ich eigentlich hier diesen... Ach! Ich sag doch eine ganz blöde Idee. Ah. Heieiei. Ach, Mensch. Ich möchte eigentlich direkt wieder hochschwimmen. Oder eine Fackel mal ganz heimlich hin. Da ist auch so viel Wasser. Mein Gott. Alles Eisen. Ja, hier war der Sand einfach. Hier ist er runtergefallen. Spinne. Nee, ach, Tintenfisch. Was macht denn der Tintenfisch da? Trockenübung. Geht's noch weiter? Die Frage werde ich eigentlich gar nicht stellen. So, wahrscheinlich, da geht es auf jeden Fall noch weiter. Aber nicht jetzt. Ich schwimme da einfach mal hoch. Gegen den Strom. Weil ich so ein Stromhochschwimmer bin. Und zwar mache ich mir dann genau hier an diesem Teil eine Leiter runter. Da kann ich vielleicht ja jetzt schon. Leiter? Leiter, Leiter, Leiter. Sieht natürlich halbwegs unrealistisch aus. Um nicht zu sagen, vollends unrealistisch. Aber mein Gott. Jetzt muss ich hier... Au. So. Ich hoffe, da kommt nichts. Aber wenn es dahin geht, wo ist es denn dann noch? Das heißt ja, auf der anderen Seite von dem Fluss müsste dann auch hier ein Eingang sein. Erde wollte ich haben. Dass ich mir das hier runterbauen kann. Ja, es ist jetzt genau in der Mitte hier. Ich glaube, da irgendwo muss noch ein eleganterer Aufgang hier rankommen. Aber ich glaube, es ist so schon ganz gut. Erde, 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 Erde. Erde. Le Bloc du Erd. Und dann die Leiter hier hoch. Schwimmen! Schwimmen! Nein! Falsch! Aber er ist ja schnell abgebaut. Halbwegs. Na, lass dich abbauen. Dann nicht. Ich mach das einfach so. Ha! Einmal ganz hier runterziehen. Ja, dass ich hier einen wunderschönen Aufgang habe. Und in der Mitte etwas gemächliches Wasser. Ich glaube, ich müsste dann hier links und rechts einfach mal... So? Und so. Reicht noch nicht.
Nein. Zack. Dann ist hier das schon mal raus. Das war total falsch. Ach Mensch. Es hieß ja, ich müsste hier dann... Wo komme ich denn jetzt noch raus? Wahrscheinlich gar nicht. Ach, puh, was ist das denn hier Blödes? Mensch, Mensch, Mensch. So war das aber nicht geplant. Na. Das geht leider nicht. So. Und, na, falsch. Na, fast falsch. Ah, schwimm. Los, komm. Ich glaube nicht. Also an mich, quasi. Ach, hier war überall Wasser direkt. Das ist ja interessant. Jetzt kann das alles weg, ohne dass was runterfällt hier. Das heißt, ich müsste theoretisch das hier auch weghauen können. Wobei Theorie und Praxis ja immer nicht dasselbe sind. Das heißt, ich habe jetzt hier einen wunderschönen, stillgelegten quasi Ausgang. Da schwimmt noch die Erde weg. Ja, ist doch herrlich. Ach komm, hier, ich mache das einfach anders. Wobei, das wird wahrscheinlich... Nee, das wird schwierig. Ich wollte hier eigentlich in den Boden eben ein Loch reinbauen, an den Stellen, wo es denn sein muss. Aber ich glaube, das wird nicht gut. Aber jetzt haben wir hier einen wunderschönen Eingang zu dieser Höhle. Der auch gar nicht unnatürlich aussieht durch das Wasser hier. Na, ist doch schön. Man weiß zumindest, wo es lang geht. Wunderbar, und mit diesen Bildern möchte ich mal sagen, beende ich nicht nur den Teig, den Pizzateig hier in Minecraft, sondern auch die Aufnahme, während ich hier noch einmal meinen Krempel ablege, der aus da verschiedenen Rohstoffen besteht, die hier gar nichts zu suchen haben. So, hier das Glas, das brauche ich eigentlich, obwohl das brauche ich gar nicht. Ich habe so viel Glas schon wieder, so viele Glasscheiben. Ist ja unscheiblich. Erde, Erde, Erde. Ja, wir sind noch einmal hier so richtig unspannend zum Ende hin. Ah, Sand haben wir auch noch. Ah, guck mal, ist der eine Sand nicht mehr so alleine. Und ja, die Spitzhacke, die Feldhacke kann noch nach draußen. So. Damit belasse ich das einfach mal, blicke hier in diesen Sonnenuntergang hinein und sage auf Wiedersehen, bis zur nächsten Aufnahme hier in Minecraft. Dann wahrscheinlich wieder mit einem Gast an meiner Seite. Oder einer Gästin, man weiß es nicht genau. Auf Wiedersehen.